Herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Wiesinger und ich bin Global Key Account Manager in unserer Business Unit Medical. Ich werde Ihnen heute unser Medical Exponat vorstellen. Hinter mir sehen Sie unsere neue IMEC 180 Maschine mit dem neuen Spritzaggregat 265. Die Neuigkeiten dieser Maschine sind die reduzierte Stellfläche in der Länge sowie auch in der Breite. Durch das überarbeitete Design des Kniehebels war es uns möglich, die Länge der Maschine um einiges zu reduzieren. Im Aggregat wurde die Performance im Gesamten verbessert, sodass wir in der Lage sind, diese Anwendung heute unter besten Herausforderungen produzieren zu können. Wir produzieren eine Pipettenspitze in der Größe 200 Mikroliter auf einem 64-fach Werkzeug von der Firma Tanner aus der Schweiz. Für die Anwendungen ist es wichtig, dass die Maschine höchste Präzision aufweist, auf der Schließseite wie auch auf der Spritzseite. Durch die sehr langen Kerne im Werkzeug ist die Plattenparallelität besonders wichtig, um das Eintauchen auf der Gegenseite zu ermöglichen. Für eine Prozessstabilität und höchste Reproduzierbarkeit ist es ebenfalls wichtig, dass die IQ-Produkte von Engel in der Maschine vorhanden sind. Das sei IQ Weight Control, IQ Clamp Control wie auch IQ Process Observer. Die Temperierung des Kühlwassers erfolgt über unsere E-Temp-Temperiergeräte und die Steuerung und Regelung des Kühlwassers wird über unsere E-Flow-Mos sowie über unser IQ Flow Control durchgeführt. Auf der Maschine ist ein Viper 20 zur Teileentnahme installiert und die Teile werden auf der Bediengegenseite abgelegt. Nun würde ich vorschlagen, wir schauen uns gemeinsam noch die Maschinenrückseite an. Um die Kompaktheit der Gesamtzelle auch automationsseitig zu ermöglichen, haben wir auf der Maschinenrückseite unsere Compact Cell platziert. Die Compact Cell ermöglicht uns neben der Teileablage auch das Ablegen von Qualitätsteilen sowie das Rausbefördern von Ausschussteilen. Ein wesentlicher Vorteil neben der Kompaktheit der Compact Cell ist der freie Zugang zum Werkzeugbereich. Das bedeutet, die Teileablage kann vollständig zur Seite geschoben werden, um so wie bereits erwähnt vollständigen Zugang zum Werkzeugbereich zu haben. Wie Sie im Hintergrund sehen können, haben wir am Roboter auch unseren GMP-fähigen Medical Greifer montiert, um so die Teile partikelfrei aus dem Werkzeug entnehmen zu können. Wie Sie sehen, wissen wir, worauf es im Medical-Bereich ankommt und stehe Ihnen für Fragen jederzeit sehr gerne zur Verfügung.